Und weiter geht's. Es gibt weitaus größere Probleme. Ja, denke ich auch. Das denke ich auch. Normalerweise dürfte ich meine Freizeit auch nicht zu viel mit Zocken verschwenden. Oh, wir müssen Yuna treffen. Super. Habe ich heute auch noch nicht gesehen. Gut, erstmal willkommen zum nächsten Part. YouTuber, Entschuldigung. Kannst du mal sehen. Ja. Das ist immer so ein großes Thema, würde ich verstehen nicht, warum. Es ist ein Rotz-Game, es ist ein schlechtes Gameplay und es ist nur noch Abzocke. Verstehe nicht, warum das immer so ein großes Thema wird, wenn wir darüber mal sprechen oder wenn mal einmal kurz der Name fällt. Naja. So, ich muss halt nur gucken. Die Karte läuft eigentlich ganz gut. Ich meine, auf der einen Seite hat's was. Oh, ich habe ein Lager der Überlebenden gefunden. Wo? Hier. Da ist ein Rüstungsschmied. Gibt's hier auch einen Bogenmacher? Ich bearbeite Metall, Holz und Stoff. Oh, Schnellfeuerwaffen. Haftbombe kann ich verbessern, aber brauche ich jetzt eigentlich Fernkampf. Pfeil. Eine Jawoll! Samurai-würdig. Tut mir leid. Dafür brauche ich mehr. Wir sehen uns wieder. Ich Super. Für euer Wohl. Geil. Freut mich. Super. Raubtierfell hat sich gelohnt. Braucht ihr irgendwas, mein Herr? Händler. Bogen aussehen Objekte. Fernkampfwaffe unentdeckt. Brauche ich eigentlich nicht. Rüstungsfarben interessiert mich eigentlich auch nicht. Oh, pirschender Tiger. Schneedämonenauge. Button des Krieges. Oh, das sieht alles ziemlich cool aus, ne? Reden wir über Pokémon oder so. Ja, Pokémon ist auch ganz cool. Ich bin auf jeden Fall mal auf Dingsbums gespannt. Flickenstrohhut. Nee, ich bin eigentlich so ganz zufrieden. Ich würde gerne mal wissen, ob die Rüstung wirklich was bringt oder ob das wirklich nur so aussehen ist. Dann würde ich wahrscheinlich wesentlich mehr... Warte mal, ich will mal was gucken. Ich wäre euch gern zu Diensten. Fernkampf. Tut mir leid. Dafür brauche ich mehr. 20 mal Raubtierfell, das ist okay. Also ich weiß nicht, Pokémon Purpur, da sieht der Drache so ein bisschen aus wie... Wie ein Penis. Was soll ich dazu sagen? Triff Yuna im Haus ihres Freundes in Südamazo. Das ist okay. Ich würde gerne wissen, wo unser Sora ist. Ah, da wird schon klarkommen. Oder sie. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sora ist, glaube ich, so ein beidseitiges Spiel. Zweiseitig. Non-Gender-Name. Irgendwie so ein beides. Beides halt. Punkt aus. Fertig. Purpur spricht dich mehr an. Ja, ich finde der Drache. Haben sie versucht, Lolz, was Code Sin soll irgendwie eine Art League S4 sein. Selber keine Ahnung. Haben sie wahrscheinlich versucht, so ein MOBA-Spiel zu kopieren. MOBA sind diese Spiele, wo du halt immer... Es ist wie League of Legends. Das feiert natürlich großen Erfolg und dadurch, dass diese PvP-Dinger gerade explodieren, ja, Dota, League, S4 sind alle so Spiele,
Ist zwar ganz nett, aber es ist mal wieder so typisch. Typisch verkackt. Weil es einfach mal wieder viel zu spät war. Also dementsprechend, der Zug ist halt abgefahren. Wenn man etwas kopiert, dann müsste man maximal eine gute Kopie machen. Und das dann zwei, dreimal. Als zweiter oder dritter, aber nicht als 20. Code Geass kenne ich nicht. Aber PvP, MOBA, Anime-Spiele sind generell immer sehr schwierig und sehr mit Vorsicht zu genießen, weil die seltensten richtig gut sind. Warum hat der mich jetzt nicht getroffen? Ist ein Anime, der ist mega geil. Okay. Ja, also selbst so die Anime-Serien selbst nicht das Problem. Dazu sage ich ja nichts. Es sind meistens die Spiele, die dann halt einfach nur das Franchise ausschlachten bis zum geht nicht mehr und dann einfach nur verkacken, weil sie jetzt auch nicht so gut sind. Hab ich halt so das Gefühl. Zum Beispiel, ich kenne zwar jetzt den Anime von Neptunia ja nicht, aber den gibt's ja auch. Die Spiele selbst, die waren halt auch übelst der. Also an sich waren die Spiele ganz cool, aber für jeden Scheiß halt nochmal extra zahlen und irgendwie will gar nicht mehr. Ich habe mir bei Hyper Dimension Neptunia 1 zumindest alle DLCs gekauft und das war halt wirklich echt viel. Empfehlenswert. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt großartig noch Zeit habe. Also ich bin nicht so der Anime-Gucker. Gibt es kein Spiel, zu mehrere wäre mir das nicht bekannt. Okay. Ja, es ist aber... Also generell, Anime-Spiele sind halt immer... Erstens werden sie meistens den Serien nicht gerecht. Und zweitens merkt man halt auch, dass es da nicht unbedingt um Fanservice geht, sondern einfach nur um die Community noch ein bisschen Geld abzugreifen. Ich meine, welche Anime-Spiele waren halt richtig gut? Ich meine, guck dir mal die Dragon Ball-Spiele an. Die waren okay, aber wenn du mal bedenkst, was du für was du da alles noch bezahlen musst. Kann man jetzt auch nicht unbedingt von Fanservice sprechen. Und ich mag Dragon Ball. Ich liebe Dragon Ball wirklich über alles. Die Naruto-Spiele waren jetzt auch nicht unbedingt so der Burner, beziehungsweise ich habe ja nur Shippuden 4 gespielt und habe Tutorial schon aufs Maul bekommen. Und ja... Dann hast du gesehen, was du dir alles noch zusätzlich kaufen kannst und hast du nicht gesehen. Also, die Spiele werden halt traurigerweise von der Spielegier halt extrem ausgeschlachtet, wo ich mir denke, ja, mach doch einfach ein ordentliches Spiel draus. Genauso wie Dragon Ball Z Kakarot. Ich habe mich so auf das Spiel gefreut. Weil man dachte, da könnte man wirklich mal was machen. Und nicht immer nur hier von einem Kampf zum anderen. Aber dann kam ja immer mehr dazu. Genauso wie bei Dragon Ball FighterZ. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Generell. Was an sich auch nicht verkehrt war. Aber dann konntest du dir sämtliche neue Kämpfer kaufen. Und immer mehr und immer mehr. Und dann denke ich mir so, ja einfach, ja. Kannst ein Spiel auch kaputt gieren. Oder geiern.
Aber vielleicht ist es auch einfach so generell der Zeitgeist der heutigen Spielegeneration, wo ich mir denke, ja, okay, schwierig zu entscheiden. Jetzt mal aus jedem Scheiß irgendwie. Ich meine, Resident Evil 8 war okay, aber wenn ich immer mal so den DLC-Shop gucke, muss ich ganz... ich bin da zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es schön, dass du dir die ganzen Errungenschaften und den Bonus-Shop freischalten kannst. Finde ich super. Finde ich auch gar nicht schlecht, dass du das als DLC kaufen kannst, für den Fall, dass du halt einfach nicht so gut bist. Das ist auch wieder so ein zweischneidiges Schwert, was ich fahre. Auf der einen Seite finde ich es blöd, auf der anderen Seite finde ich es okay, aber das sind so optionale Sachen. Ja. Für Leute, die einfach den Bonus-Shop nicht freischalten können, weil zum Beispiel Hardcore-Mode natürlich ein bisschen extrem ist, finde ich zum Beispiel auf der einen Seite ganz in Ordnung, dass man sagen kann, okay, für 10er kannst du alles haben. Aber auf der anderen Seite halt irgendwie für jeden Scheiß. Also ich verfluche meistens nur das, was wo man halt einfach zum Beispiel, oh cool, es gibt jetzt Gogeta als Blue Super Saiyajin. Kostet dich halt nur was. Ja, dann ist er natürlich... Und dann im Endeffekt ist er dann, glaube ich, noch, glaube ich, einer der stärksten Kämpfer, wo ich mir denke, ja, nee, bitte nicht. Und das sind so diese Kleinigkeiten, wo ich mir denke, ja, okay, muss nicht sein. Ja. Also ganz 60 FPS sind es jetzt nicht, ne? Wo bleibt da die warte mal. Onjaga, Natorui, habe ich auch gelitten im Spiel. 3DS ist... Was? Kauf dir Nintendo 3DS. Ja, aber das Problem ist, was bringt mir das? Eine 3DS-Konsole. Justin, also es gibt leider nicht mehr die gemoddeten. Wenn ich nochmal einen gemoddeten mit Capture Card finden sollte, dann würde ich sagen, yeah. Aber so. So muss ich halt gestehen. Bringt mir das halt nicht viel. Also mir jetzt ein 3DS zu holen, um die Pokémon-Spiele zu spielen, ist okay. Aber so vernadend Pokémon bin ich jetzt auch nicht. Also mir reicht, wenn ich die Switch-Version alle habe. Okay. Wo ich mir da echt noch am überlegen bin, ob ich mir vielleicht ein günstiges Schwertschild holen sollte. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, da jetzt rein zu... Arschloch, du dreckiges. Ich betritt ein Gebiet mit überwältigender Gegnerpräsenz. Ja und? Eine Muschi oder was? Komm her, du Lümmel! Oh, fuck! Jetzt lock die doch erstmal weg. Was bedeutet überwältigend? Ja.
Ich mach's lieber mit. So, weg mit dir, du Lümmel. Du auch. So, Ruhe im Karton. Bei Arceus Lansen Legends kotzt mich an, dass ich Arceus erst rufen kann, wenn der Pokédex voll ist. Ja, aber das hast du bei Pearl, glaube ich, auch. Das hast du bei ziemlich vielen aktuell, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ist jetzt für mich jetzt nichts Neues. Bei Pearl musste ich jetzt nicht den Pokédex nicht voll haben, aber ich musste zumindest den Nationaldex, glaube ich, voll machen, bevor es jetzt irgendwie weiterging oder so. Und Arceus, ich weiß halt nicht, ob das wirklich mein Gebiet ist. Obwohl es eigentlich eine ganz gute obwohl es vielleicht eine ganz gute Vorbereitung auf Karmesin wäre. Nein, bei Diamant habe ich das nicht. Okay, ich finde es aber richtig so, um die Legis zu bekommen, den Dex voll zu machen. War das so? Bei Diamant hast du das nicht. Ich meine, bei Pearl und Diamant war das auch so, dass du die zumindest gesehen haben musst, um irgendwas freizuschalten. Ich weiß nicht, ob ich da schon hin sollte. Gehe ich einfach mal hier hin. Ich glaube, hier wir sollten da noch nicht sein. Jetzt gehen wir erstmal Yuna besuchen. Die Gute. Habe ich heute hier im Stream auch noch nicht gesehen. Das Zuhause ihres Freundes, aber hier ist überall Rauch und es sieht jetzt nicht unbedingt einladend aus. Bei Diamant Pearl musstest du den Sinnoh-Dex jedes Pokémon gesehen haben, um den Nationaldex und weitere Spielinhalte freizuschalten. Ja, das meine ich. Naja, ich bin ein wenig ungeduldig, weil gewisse Pokémon bekommst du nur im Raum Zeitverzerrung und das dauert ewig. Ja, bei Pokémon habe ich aber mittlerweile aufgegeben, den Dex vollzukriegen, weil es einfach irgendwann zu viel wird. Bei aller Liebe. Ich will die Vorräte. Ich meine, wie viele Pokémon gibt's? Einige. Ich glaube, Pokémon hat bald die Tausender-Marke erreicht. Müssten eigentlich auch mal wieder eine Session machen, wo ich Pokémon aussehen kommentiere. Könnte interessant werden. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die sechste oder siebte. Hatten wir die sechste Generation beim letzten Mal? Ja, ne? So, wir sind bei Gen 6. Ja, die sechste hatten wir durch, meine ich. Da müssen jetzt 7 ran. Ich habe echt so ein bisschen den Überblick verloren. Es wird langsam zu viel. Ich musste ja neu anfangen, weil Mediamarkt mich nicht gelassen hat. Mal ganz kurz die... Ich will zwar nichts sagen, aber komm schon. Mit überwiegender Gegnerpräsenz. Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber... Ich weiß nicht, ob das ein Fehler gewesen ist. Ich höre nichts wie der Werbung. Was? Huh?
Du hast Werbung in meinem Stream gesehen? Twitch schaltet nunmehr Werbung bei kleinen Streamern oder glaubt. Oder glaube ich generell. Ja, aber von habe ich bis jetzt nichts mitbekommen. Ja, bei mir kommt mitten ins nur die, die einen Sub haben, auf dem Channel sind verschont. Okay. Gut. Hab mich schon gewundert. Auf der einen Seite, ich habe nicht so viele Zuschauer. Dementsprechend, ich glaube, Blub guckt regelmäßig rein. Justin hat ja vom Blub auch ein Abo bekommen. Von vom Blub und vom Kai kriege ich ja deren Prime-Subs. Und ja, ich glaube, die einzigen, die jetzt noch zugucken ohne Abo, bist du, Saku, und die Yuna. Wann bekomme ich VIP, Mensch, ey? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich dir VIP geben kann, soll, aber du bist Mod, du brauchst kein VIP. Ich meine, was willst du noch? Ich will jetzt nicht alle Leute mit irgendwelchen Abzeichen oder so zumüllen. Weil dann verlieren die in meinen Augen so ein bisschen an Wirkung. Du bist Mod, ich würde ja sogar bezahlen, aber das willst du ja nicht. Sollte ausreichen. Bin zu arm für Subs. Ja gut, der Club gibt mir ja auch nur sein Prime, ne? Also jeder, der Amazon Prime hat, hat auch, kann seinen Amazon Prime Account mit Twitch verknüpfen. Bezahlen für was? Für 3 Bots im Monat sperren? Behalt dein Geld. Ja, ich würde es ja gerne behalten, aber siehst doch, was passiert. Ja, der kann das mit Twitch verknüpfen und hat dann automatisch auch einen Sub bei, kann auch einen Sub bei Twitch übergeben. Auch wenn sie das runtergesetzt haben, die müssen, glaube ich, billiger gewesen geworden sein. Früher hat man als Streamer 2,50 bekommen. Jetzt nur noch 1,86 oder so. Für Mod bin ich zu beschäftigt und aktuell kann ich halt leider nicht. Ja, Moderator kriegt doch nicht jeder. Du bist paranoid. Du schuldest mir etwas. So, wollen wir die beiden mal stören? Tucker zählt auf uns. Mod wird auch nicht jeder ich bei mir. Ich mag ihn ja, aber das ist zu gefährlich. Hey, zum Beispiel war eine Zeit lang Mod. Doch, es wird klappen. Ist das der Samurai? Für euch bin ich Fürst Sakai. Vergebt mir, mein Herr. Ich bin Kenji. Aufrechter Händler, berühmter Sake-Brauer. Und bester Schwindler der Insel. Genau darum wird er uns helfen, meinen Bruder aus der Asamo-Bucht zu retten. Die Stadt ist eine Festung. Wenn die Mongolen sie haben, brauchen wir eine ganze Armee, um hineinzugelangen. Oder eine kleine Lieferung mit Sake. Das klappt niemals. Mach den Sake bereit. Wir besprechen den Plan unterwegs. Trinken wir doch erst was. Reden in Ruhe. Jetzt, Kenji. Klotz, das Ding. Das ist so ein Klotz. Kenji, direkt an Jurassic World gedacht. Okay. Also ich habe Jurassic World gesehen. Wenn wir näher an der Stadt sind, aber irgendwie versteckt euch im Wagen mit dem Sake. Durchsuchen die Mongolen hier nicht? Nicht mehr. Ich verkaufe ihnen immer diese Sake-Lieferung. Sie lieben mein Das. Das, Muglu! Gib das jetzt! Ihr macht also Geschäfte mit dem Feind. Ich fülle die Mongolen ab und behalte dafür meinen Kopf. Mal gucken, ob ich mir eine neue Webcam bereit? Hole. Weil die Cam möchtet hat halt... ihr das wirklich durchziehen? Alles für Taka. Taka bedeutet doch Falke. Hatte Sasuke nicht ein Team, was Team Taka wie hieß? Wie schlimm sieht es in der Asamo-Bucht Es gibt auf Netflix eine animierte Serie, finde die cool. Die welche? Sind Jurassic World, meinst oder du? Ich habe so das Gefühl, es wird alles irgendwie dort animiert. Godzilla gibt's ja auch. Aber jemand arbeitet seit ein paar Tagen in der Schmiede. Vielleicht ja dein Bruder. Wie lange kennt ihr beiden euch schon? Ewig. Ich war jung und unbedarft. Ich fing gerade an, Sake zu brauen. Hab Yuna den ersten verkauft. Hat geschmeckt ich will ein Gänschen. Och nee. Eine Weile wollte ich wirklich das denn? Verkauf hilft.
aber er ist zu gutmütig. Ich meine, ich würde so ein Genshin Impact. Rückt er Sake raus. Kostenlos. Würde ich mir auch mal antun, angucken, aber irgendwie war es das auch schon. Also, Resident Evil, lol. Bleibt lieber bei den Filmen. Versucht nicht aus allem irgendwie Serie rauszumachen. Was? Du hast Geld für einen Skin? Och, toll, jetzt. Jetzt fangen sie erst. Erst haben sie versucht, mit Figuren und das Leveln und so raus hier Geld reinzustecken. Und jetzt Deluxe-Skin. Na, super. Jetzt fangen sie auch noch mit. Mist, ihr beide steigt besser in den Wagen. Sind nicht viele. Ich schaff das schon. Nein, Jin. Taka ist so nah. Bitte. Also gut. Ernsthaft, soll mich im Wagen verstecken? Kinolein! Ah, ich wollte nie Mod sein. Ich bin schon seit Anfang da, wollte aber nicht schreiben, weil es mir nicht so toll geht. Erstens. Schön, dass du da bist, Hino. Muss auch nicht schreiben, alles gut. Das für die Asamo-Bucht. Das! Teilung! Muss da auch nicht, aber schön, dass du mal Hallo geschrieben hast. Was war das für ein Geschrei? Ist nicht wichtig. Du bist ja auch kein Mod. Hast dir auch gesagt, dass du nicht willst. Dein Bruder ist gelernter Schmied. Ihn werden sie nicht so behandeln. Das weißt du nicht. Wir sind bald da. Leise. Just World, der Anime, erinnert mich ein bisschen an die Serie mit den Drachen, die damals auf Super RTL lief. Mir ist der Name entfallen. Ja, aber geliebt. Lieblingsdrachen, sein Name weiß ich noch, aber der war, glaube ich, ohne Zahn. Drachenzähmen leicht gemacht, meinst du? Das war nämlich der Drache von ohne Zahn. Da gab es eine Serie dazu. Haben sie aber auch später, Das hat wirklich geklappt. Die hätte ich auch alleine platt gemacht. Da hat jemand die Mongolen verärgert. Die halbe Stadt ist niedergebrannt. Hier trennen sich unsere Wege. Lass die Mongolen trinken und lenkt sie ab. Das werde ich tun. Und jemand die Mongolen verärgert, war ich das vielleicht? Ihr auch, Fürst Sakai. Taka wartet auf uns. Gehen wir. Treffpunkt ist die Kreuzung hinter der Stadt, wenn wir fertig sind. Wir brauchen einen guten Aussichtspunkt. Hier lang. Denk dran, keinen Alarm. Wir machen das leise. Sonst büßen es die Gefangenen. Ist gut. Andringlinge. Oh, ihr seht durstig aus. Hier rauf. Da, am Tor. Wer hat das Sagen? Ein Sklavenhändler. Bastard. Er begutachtet die Gefangenen wie Pferde. Vielleicht führt er uns zu Taka. Folge ihm. Oh, komm schon. Kacke. Ich weiß, dass das Ziel entkommt. Sag bloß, es hat geklappt. Discord ist der Deluxe-Skin. Gibt aber auch Free-to-Play-Skins. Och nee. Taka geht es bestimmt gut. Er würde nicht fliehen. Verfolge ihn. Was soll ich das Ziel denn?
Das ist auch ein cooles Spiel. Fünf Sterne Charakters bekommen Skins für Geld. Vier Sterne Charakters sind Free-to-Play-Skins. Ich weiß nicht. Jetzt können sie mit den Charakteren nicht mehr so viel Geld machen. Jetzt versuchen sie es mit Skins. Guten Abend. Hoffentlich geht's euch gut. Viel Spaß beim Stream. Nein! Fuck! Scheiße. Warte mal, ich habe ganz viele Nachrichten im Discord. Ach! Über die Dächer! Und lol. Red Dead of Night, lol. Meh. Meh. Bleib geduckt, du. Vollidiot. Ist hier jemand am Schreien? Dieser kleine. Wie ein Pfeil! Und der ganze Käse wäre gegessen! Was ist denn los? Euer Schmied Taka. Er arbeitet schlampig. Ich glaube, er sabotiert euch. Ich wusste es. Taka ist hier. Er ist mein einziger Schmied. Ich bin auch Schmied. Und ich bin viel besser als er. Ja. Ich habe kein Essen für zwei. Ich werde ihn los. Aber ihr müsst zeigen, was ihr könnt. Dieses Schwein. Er wird Taka töten. Der Markt ist voller Mongolen. Da ist der Sklavenhändler, wenn er vor uns bei Taka ist. Bleib bei mir, Yuna. Ich finde einen Weg. Den natürlich plätten. Dann wäre hier zumindest ein bisschen, könnten wir hier durch. Ich will es doch nicht sagen, aber ich weiß, wir sind an seinem Ort. Er darf nicht entkommen. Ein kleiner Lümmel. Weiß nicht, wie lange. Ich brauche eine Pause. Da ist Taka. Bitte. Ja, so sieht's aus, Yuna allein. Yuna heute eigentlich. Taka. Wundert mich ein bisschen. Was haben sie getan? Du bist sicher. Wir müssen weg. Unmöglich. Sie schnappen uns, wie die anderen. Das ist Fürst Sakai. Er beschützt uns. Ihr müsst mir vertrauen, Taka. Ihr müsst uns helfen. Jawohl, mein Herr. Komm schon, deine Schwester vertraut uns auch.
Super. In der Nähe ist ein Tor. Dann brechen wir dort aus. Ich würde den ganzen Leuten am liebsten hier helfen. Sie haben den Sklavenhändler. Die töten uns. Verstecken. Nein, weiter. Wir können auf die Kisten klettern. Wohin gehen wir? Kenji erwartet uns an einer Kreuzung. Kenji ist bei euch? Wenn er es rausgeschafft hat. Wenn, ja. Aber ich denke mal, das ist ein Alkohollieferant. Der wird schon keine Probleme kriegen. War das nicht die Leute, die ich hier gerade ein bisschen abgeräumt habe? Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber ich hätte es auch ohne Schleichen geschafft. Wäre vielleicht... Aber das erinnert mich so ein bisschen an Senua's Sacrifice, also Hellblade Senua. Links, 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 rechts, links. So, jetzt von hinten einfach zack, 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 zack. Das wäre so gemein. Das wäre ein wenig gemein, gemein, gemein von dem Schwein. Ja, wir müssen nicht rennen. Wir haben alle Zeit der Welt. Da sind noch ein paar. Oha. Wo wollen die denn hin? Wie? Ich habe keine Pfeile. Wo muss ich überhaupt lang? Na, links. Jetzt ohne Waffe, ohne Pfeile habe ich jetzt auch nicht so großartig Lust, mich mit denen rumzuboxen. Ich hoffe, der Kenji hat es geschafft. Oh, auf der anderen Seite ist der Alkohollieferant von denen. Ich glaube nicht, dass sie dem was tun. Man beißt nicht die Hand, die einen abfüllt. Aber trotzdem ein bisschen vorsichtig. Pferde! Sie kommen uns holen. Geht ins hohe Gras und bleibt unten. Das ist Kenji. Taka, du hast es geschafft. Wurde die verfolgt? Nein. Rüll doch hier gleich rum, du Lappen. Oh, der hat Zora mitgebracht. Sind die Mongolen. Wir sollten gehen. Wir müssen möglichst weit weg von der Asamo-Bucht. So ein braves Pferd. Ja, braver Zora. Super. Ja, hat doch geklappt. Heute noch keinen Mongolen gesehen. Wir haben es geschafft. Wo gehen wir als nächstes hin? Dort ist ein Aussichtspunkt mit Blick auf ganz Isuhara. Geht's allen gut? Ich könnte einen Schluck vertragen. Und Schlaf. Bei einem davon kann ich helfen. Also wohl nicht mit der Yuna schlafen, oder? Zum ersten Mal seit Tagen fühle ich mich nicht dem Tode nah. Das ist doch super. Mein Herr, ich bin dankbar. Aber woher kennt ihr Kenji und meine Schwester? Ich verdanke Yuna mein Leben. Da haben wir etwas gemeinsam. Ah, die Yuna, super. Doch, die ist super. Guck mal, da kriegt die Yuna so viel Lob. Wo ist sie denn heute? Weiß das jemand? Warum habe ich viele Nachrichten von... Ist mir jetzt gerade... Lol. Warum sind die alle so klein? Wenn das der Jan sieht, das nächste Mal, wenn er hier ist. Und sein Chatverlauf, Justin, dann... Weep! Weep! Ich bin nicht sonderlich sattelfest. Ist er in die Hose geschissen? Komatsu ist hinter dem Grab da. Nein? Ich meine, wenn er sagt, er ist nicht sattelfest, was will er machen? Der besten der Insel. Da könnte man Werkzeug herstellen. Etwas, was Jin über die Mauern von Burg Kaneda hilft. Was meinst du, Taka? Mein Herr, ich würde mich mit allem bedanken, da ihr mich befreit habt. Gibt keine habt. Anderen Danke. Bilder. Auf Taka, dem Anime-Klopapier mit Bett und Bett. Auf jeden Fall, dem Jan kaufe ich so ein Bodypillow mit Klee. Und wie geht Timon. Es dir?
Ich habe meinen Bruder zurück. Er ist mitgenommen. Kannst du ihn heil nach Komatsu bringen? Mit Essen und Ruhe wird er wieder. So ein Yanfei-Body. Ich weiß nicht, was ihr mit der Dein habt. Dein Bruder war nicht der einzige Gefangene in der Asamo-Bucht. Ich habe auch keine Ahnung, wie die Alte aussieht. Sie alle retten. Und ihre Fänger bestrafen. Weiter zu Komatsu-Schmiede. Ich komme, sobald ich kann. Jin? Danke. Nee, da gibt's bessere. Der ist gerade gesoffen. So, ich würde sagen, machen's folgendes. Für die YouTube-Aufnahme macht's gut. Bis zum nächsten Part.